So, dann haben wir ein weiteres Video, nämlich Sascha. Wie diese Influencer die Musikcharts zerstören. Vor 12 Tagen. Und ja, schauen wir mal rein, weil das waren so Sachen, wie die Charts eh nicht mehr ernst nehmen kann. Das war schon vor 10 Jahren, so mehr oder weniger bewusst. Aber mal gucken, was da so Neues rausgekommen ist. Das ist Sonntag 18. Sonntag um 18 Uhr, letzten Sonntag um 18 Uhr von eurem Girl Sascha. Mit eurem Girl Sascha. Moment. Natürlich habe ich dieses Video hier mitbekommen von Two Bored Guys mit dem Titel Wie Afrikaner für dumme Witze benutzt werden. Dort geht es um die Industrie, wo Menschen in den meisten Fällen aus verschiedenen Ländern Afrikas auf Webseiten... Ich glaube, das, was sie hat, ist von Jamaika, oder? Aber ich weiß nicht, ob das viel besser ist. ...für Grußbotschaften und Ähnliches gebucht werden und sich dort teilweise an Klischees bedient wird, fragwürdige Sachen auf Tafeln geschrieben werden und diese Menschen in den meisten Fällen nicht mal das Gehalt bekommen, sondern das von zwielichtigen Agenturen, teilweise auch in Deutschland, eingesagt wird und sie einen sehr, sehr geringen Teil bekommen, von dem sie teilweise nicht mal leben können. Jetzt habe ich tatsächlich öfter meinen Namen unter dem Video gelesen. Und ich habe mir natürlich Gedanken umgemacht, denn ja, auch ich habe ein Video von einem Mann aus Jamaika, der immer fröhlich meinen Namen ruft. Und deswegen habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, ey, bin ich auch einer von diesen Leuten, die die ausnutzt, die die ausbeutet? Und deswegen, Zuschauerschaft, hätte ich gerne euren Rat. Mein Freund hier aus dem Intro, Michael Jones DVD, ist nicht einer von diesen Webseiten, wo dann gesagt wird, dass man damit den Leuten aus der Armut hilft. Nein, der ist von Fiverr, eine Sache. Der Fiverr? Also ich finde es komplett fein. Ich finde es schön, dass sie es hier transparent darlegt, dass es... Kann halt immer sein, dass halt auch hier der Kanal von irgendwann anderes ist, aber ich denke mal hier nicht. Ich denke mal in dem Fall wird es wahrscheinlich nicht so sein. Es wird wahrscheinlich hier niemand anderes das Geld so abzwacken. Aber... Wenn er den Kanal selber betreibt, er das ganze Geld für die ganzen Sachen bekommt, dann warum nicht? Das Problem beim anderen waren ja nicht unbedingt, na doch, ja, ja. Ich finde es in Ordnung, wenn er das von sich aus anbietet und er quasi auch alles von den Einnahmen zu bekommen hat, dass es nicht über so eine Agentur läuft, die sowas gezielt macht. Ich finde es schön, dass sie es klarstellt. Seite, wo man sich selbstständig anmelden kann. Man kann eine Dienstleistung anbieten. Die geht von Tinder-Profil bewerten bis hin zu ich baue dir etwas, was du alleine nicht kannst. Und dann kann man auch sagen, wie Videoschnitt und sowas. Ja. Habe ich auch mal überlegt, mir eventuell mal eine Fiverr-Seite zu machen. Auch mal gucken. Da kann man den individuellen Preis angeben. Die Seite Fiverr bekommt dann 20% und der Freelancer bekommt dann die anderen 80%. Und das habe ich damals, falls es einige von euch nicht wissen, vor 5 Jahren ein Video dazu gemacht, wo ich dann mehrere Leute kontaktiert habe. Dann habe ich auch Michael Jones DVD gefunden. Und ja, diese Platin... Muss sagen, die Frisur und die Haarfarbe stehen ihr. Blonde Frau bin ich. Erkennt ihr den Hintergrund? Hab dann eine Anfrage geschickt und dann hat er mir ein Video zugeschickt, wo er dann statt Sascha Schaschka gesagt hat. Und das fand ich so herrlich. Ich fand das so toll, dass ich dann gesagt habe, ich glaube, das wird mein Intro. Wie hieß er nochmal? Michael Jones DVD, bester Mann. Das wird jetzt wahrscheinlich mein Intro. Hey, people, it's your girl. Schaschka! Jetzt ist es aber so, dass ich nach diesem Video total nachvollziehen kann, dass das Ganze einen Beigeschmack hat. Jetzt möchte ich mich aber auch ungern mit irgendwelchen Leuten da in eine Schublade stecken lassen, die da irgendwie etwas Menschenverachtendes hinschreiben und die Leute das dann aufsagen lassen und man sich darüber lustig macht. Michael Jones DVD ist ein Mann mit einem Profil, da steckt keine Firma dahinter. Jedes Mal, wenn ich den sehe, dann freue ich mich einfach über den. Dennoch bin ich natürlich nicht starr in meiner Meinung. Ich möchte gern wissen, was ihr sagt. Denn am Ende möchte ich natürlich, dass mein Video im Vordergrund steht und nicht mein Intro. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt geht es auch endlich los mit diesem Video. Meine Güte. Denn es gibt sehr, sehr wichtige Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Die Sache ist, habe ich auch gerade eben angeschnitten. Ich finde es komplett fein. Also wenn, wie sie gesagt hat, wenn das nichts Organisiertes ist, dann ist es für mich komplett, oder finde ich das komplett unbedenklich so. Die Sache ist, es gibt Leute, die dieses Video nicht sehen werden, wo sie das hier quasi erklärt hat. Und auch das andere Video kannte ich zum Beispiel nicht. Heißt, wenn sie weiterhin das Intro benutzt, dann kann es halt weiterhin so sein, dass sie auf das Thema angesprochen wird.
das muss sie halt wissen, ob das für sie in Ordnung ist, wenn sie da mal die nächste Mal noch drauf tatsächlich angesprochen wird, ob in den Kommentaren und sowas, das wieder oder auch mal auf Twitter und so, trotzdem mal wieder auch als Kritik genannt werden kann, ob sie das will, dann muss sie wissen. Wenn sie es rausmacht, dann wird es wahrscheinlich kein, da wird danach wahrscheinlich dann keiner mehr so wirklich groß interessieren, weil es sich dann, ja. Aber ich finde es persönlich komplett fein. Ich will mal sehen, was auch die Kommentare darüber und das sagen. Auf jeden Fall Intro drin lassen. Genau, ich finde es vollkommen legitim. Weiter mit dem Intro. Interview mit Michael Jones. Wäre interessant, auf jeden Fall. Intro lassen. Also, die meisten finden, man soll das lassen. Wie gesagt, ich auch. Wie gesagt, wird halt immer wieder passieren, dass in den Kommentaren das thematisiert werden kann. Es kann auch sein, dass irgendwann wieder auf Twitter wieder zur Diskussion darüber entstehen. Das kann halt immer passieren, wenn es drin lässt. Weil, wie gesagt, Leute dieses Video nicht sehen werden, oder nicht alle Leute dieses Video sehen werden, um die genauen Hintergründe dazu zu erfahren. Aber ich finde es komplett, ich finde es fein. Weil, ja, es steckt keine Industrie dahinter. Also warum nicht? Jemand hat einen Song rausgebracht. iCrimex. Nee, 24. Jeder. Nee, sorry. Laura Müller. Regie, was ist hier los? Irgendwie läuft das ja alles nicht rund heute. Vielleicht ist es. Ich habe gehört, das soll richtig scheiße sein. Ich habe gehört, dieser Film soll richtig kacke sein. Sogar noch schlechter als Wop Bop und sowas. Und das soll schon was heißen. Aber tatsächlich nie geguckt, nie angehört. Und ich glaube, damit habe ich auch nicht wirklich viel verpasst. Euch komplett vorbeigegangen, was mich für euch freuen würde, aber an mir ging es nicht spurlos vorbei, denn es war unmöglich. Mensch, Luxus Lady, das ist mir egal. Hype YouTube hat darauf reagiert und die Reaktionen sprechen Bände. Manche sprechen von einem Wunder, dass ihre Brust. Ja, aber gut. Gut, solche Kommentare gibt es immer. Das ist nicht nur. Das gab es auch bei Wobbob, das gibt es bei jedem YouTuber-Lied so. Der Kommentar ist mehr oder weniger Copy-Paste, nur ein bisschen angewandelt und angepasst dafür. Also, das ist kein. Das ist kein Zeichen. Also, den Kommentar gibt es gefühlt immer. Den habe ich in so verschiedenen Versionen locker so 10, 20 Mal schon gesehen. Also, das ist. Nee, das ist auf jeden Fall kein Indiz. Wieder Also gehen könnte. kein besonderes oder kein oder nichts Neues. Nur um den Song auszumachen. Doch es scheint, als wäre es ein wiederkehrendes Muster. Ein Influencer bringt einen schlechten Song raus, jemand reagiert darauf, Tim Jacken macht dann eine Parodie und dann geht das Spiel von vorne los. Warum ist das so? Wer profitiert am Ende am meisten davon? Und wie verändern Follower. TikToker und Influencer die Musikindustrie? Wenn man eine Reichweite hat als Influencer, wirst du sie wahrscheinlich auch eher im Musikbusiness dann haben, weil du die Leute mit rüberziehen kannst und das passt vielen nicht. Digga, diese Charts sind so komplett für den Arsch, es geht gar nicht mehr um Musik. Schon, ja. Ey, aber Komet und Friesenjung waren schon zwei Banger. Vor allem Komet. Komet war absolut ein Banger. Letztes Jahr. Friesenjung auch. Ich bin normal nicht in diesem Hyper. Ist es Hyperpop oder sowas? Bin ich komplett nicht drin. Aber das war auch ein Banger. Das alles seht ihr heute, an welchem Tag auch immer, mit eurem unmusikalischen Girl Saschka. Laura Müller ist eine besondere Frau. Sie kam sehr jung mit dem Schlager- und Schwurbelstar Michael Wendler zusammen und hatte bereits ein Covershooting mit dem Playboy. Nach einiger Zeit eröffnete sie dann einen OF-Account, der mit Sicherheit auch viel Anklang fand und ihr wahrscheinlich auch viel Geld einbrachte. Dann wurde sie schwanger vom Wendler, erster Jumpscare, und machte keine Babyparty, nein. Sie sagte, dass es exklusive Babybauchfotos auf OF geben würde. Zweiter Jumpscare. Das Kind wurde in dem Fall
ungeboren bereits auf einer Erwachsenenplattform verkauft. Auf jeden Fall sagt es viel über Laura aus. Falls ihr denkt, der Wendler ist jetzt gar nicht so involviert. Naja, nicht so ganz, denn er steht... Musste dir nicht auch einen... Ich nenne es einfach mal Erwachsenenfilm, damit ihr nicht irgendwie YouTube mal da ein bisschen Ärger macht. Aber er hat ihn nicht irgendwie so ein Dreier mal machen müssen, weil er das so wollte und das dann, glaube ich, auch auf OnlyFans, glaube ich, gestellt. Fest hinter Laura. Zumindest hinter ihrem Song, denn den hat er in einer Telegram-Gruppe mit Vergnügen promotet, Valulis, angeteasert und die Leute richtig heiß gemacht. Das konnte man zumindest bei Valulis sehen. Tatsächlich war es aber nicht von Anfang an klar, dass es ein Musikvideo wird. Laura hat auf ihrem Instagram-Account gepostet, dass sie jetzt den nächsten Schritt gewagt hat. Man tippte eher auf einen Erwachsenenfilm. Und so wie Laura das gepostet hat, hatte man auch den Eindruck, dass es in die Richtung geht. Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht. Ach, das war kein Erwachsenenfilm, sondern das war hier der Musikclip. Okay. Wo es exklusives Material gibt. Und die Zeitungen stürzten sich darauf. Laura dreht einen Erwachsenenfilm. Laura mit zwei Männern im Bett. Naja. Wendler freut. Es war gefundenes Fressen und vor allem billige PR. Naja. Zumindest passt das zum billigen Song. Denn der Song ist alles andere als gut. Nein, im Gegenteil. Die Leute entschuldigen sich bei Bibis Beauty Palace und ihrem Song Wap Wap, weil sie nicht wissen, dass es noch schlimmer geht. Naja, außer den Refrain, den betiteln manche Leute tatsächlich als Ohrwurm. Und sie hat nicht gelogen. 600.000 sogar, 650.000, das ist schon... Ist schon krass. Ist schon krass. Ich gucke hier gerade mal auf dem Handy auf Insta. Nach ihr und ihrem Alten. Der hat... Der hat kein Insta, okay. Sie ist für $49 auf OF im Monat. Und nach der also er hat kein Social Media. Voreinlage hat sie mit Sicherheit einige neue Fans dazu gewonnen. Da nimmt man doch so einen schlechten Song gerne in Kauf, oder? Doch geht es wirklich immer um Promo, Geld und Aufmerksamkeit und trifft das auch auf diese Kandidaten zu? Mittlerweile gibt es sehr viele Influencer und TikToker, die Musik gemacht haben. Manche davon haben bereits mehrere Songs veröffentlicht. Und teilweise mit sehr bekannten Künstlern. Kitty Cat, Dieter Bohlen, 24 Tim. Ja gut, aber Kitty Cat ist jetzt maximal... Kitty Cat ist jetzt maximaler Untergrundtrap. Es gab mal so eine Zeit vielleicht, damals als dieser Beef von Akro Berlin gegen Selfmade und sowas war, da war die vielleicht nochmal ein etwas größerer Name, aber... Seitdem kompletter Untergrund. Und was war da? Dieter Bohlen? Ja, ist ein großer Name. Hat sogar mit Helene Fischer performt. Hier hinten ist er irgendwo. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er immer mehr nach außen verdrängt wurde. Der Arme. Naja. Jedenfalls können nicht alle Songs ein Witz sein. Zumindest gibt es doch zu viele davon, vor allem bei 24 Tim. Und warum setzen sich Menschen freiwillig einer Hatewelle, dummen Sprüchen und eine Menge Dislikes aus? Geld? Geld? Wenn du mal guckst, die 24 Tim Sachen, die haben sich dumm geklickt. Wieder so geschrieben. Die Sachen, die haben sich dumm geklickt. Fast 1 Million Aufrufe. 19 Millionen. 7,2 Millionen. Weil die Sachen klicken sich dumm. Das ist ein Grund, warum die sich das aussetzen. Das ist Geld. Und irgendein paar trottelige 14-jährige Kinder oder noch wahrscheinlich noch jüngere. Die finden die Songs dann auch noch teilweise halbwegs okay. Die sind noch auf den anderen Plattformen und supporten und so. Ja. Es gibt da einen Grund. Der ist ganz einfach. Song Geld. Burger Pommes auf die 1. Wap wap.
etc. erfahren zwar viel Hate, werden aber auch extrem gut geklickt. Sie werden sogar millionenfach geklickt. Ich sehe, und auch millionenfach auf den unterschiedlichen Plattformen gestreamt. Was man in diesen kurzen Videos auch kann, ist Werbung machen und damit viele Menschen erreichen. Ja, manche von diesen Videos sind teils gut produziert. Manche werden wahrscheinlich auch viel Geld in die Videos reingesteckt haben. Doch wenn es ein guter Song gewesen wäre, hätte er nicht mal ansatzweise so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie er halt jetzt ist. Ich bin sprachlos. Ich will die Absicht des Songs wissen. Denn gute Songs gibt es wie Sand am Meer. Es reicht nicht, durchschnittlich gut zu sein. Du musst schon hervorragend gut sein, um herauszustechen. Oder du bist brutal schlecht und polarisierst. Du polarisierst so hart, dass jeder auf dein Video reactet, sich darüber lustig macht, die Kommentare voll damit sind und es sogar Parodien dazu gibt. Beispielsweise erreichen diese Songs, die sehr bunt und auffällig sind, wesentlich mehr Reichweite als ein für 24-Tim-Verhältnisse eher unauffälliger Song. Und so muss er ständig neu polarisieren oder große Künstler ranholen, um mit seiner Musik aufzufallen. Und dabei scheint es egal zu sein, ob man dafür gehatet wird oder nicht. Doch der Deal dafür klingt gar nicht so schlecht. Viele Views, die Einnahmen werden auch nicht schlecht sein und die integrierte Werbung erreicht Millionen von Menschen. Laura ist hier ein gutes Beispiel. Der Song ist grottig, aber sein Hook richtet sich auf ihren OF-Account, sodass es mit Sicherheit einen Prozentanteil geben wird, der gerne auf ihrem OF vorbeischauen möchte. Und sie macht es ja auch relativ schlau, sie ist leicht bekleidet, sie zeigt ihre Kurven. Es ist halt schlau gemacht. Wenn man das einfach mal so analysieren würde, es ist wirklich schlau gemacht. Jetzt ist es aber so, dass beispielsweise 24Tim ja mehrere Songs hat. Geht es ihm vielleicht gar nicht um Aufmerksamkeit? Ist Musiker sein sein Traum? Und er möchte vielleicht wirklich ernst genommen werden? Wie sehr reizt es dich, zukünftig auch mal qualitativ hochwertige Musik auf den Markt zu bringen? Sagen wir mal so, wenn man noch nicht jeden überzeugt hat, dann ist die Reise noch spannend und ich glaube, dass ich noch sehr viel vor mir habe und deswegen glaube ich, das kann auch sehr viele Menschen überraschen, was noch alles kommen kann. Seine Musik spaltet die Leute. Die Videos sind aufwendig produziert, jedoch ist Musik nach wie vor Geschmackssache, die bei den meisten, wenn man sich die Kommentare anschaut, wenig Anklang findet. Dennoch erhalten sie viele Aufrufe, sind voll mit Werbung. Manche von ihnen haben sogar Platz 1 in den Charts erreicht. Mit Cherry Lady ist er sogar noch vor Beyoncé. Doch wie funktioniert das? Das Phänomen wurde bereits in einem anderen Video von mir aufgedröselt, aber ich finde es nach wie vor spannend. Es geht um Bundles, und zwar 10, die verkaufen Bundles, eine Box mit verschiedenen Inhalten, wie ein T-Shirt und vor allem der Single, mit rein in die Streams sozusagen. War das nicht so, dass die sogar noch, dass sie noch mehr zählen? Das war damals auch der Grund, warum 2012 oder sowas der ganze große Deutschrap-Trend mit diesen ganzen Boxen und sowas entstanden ist, weil die, glaube ich, viel mehr in diese Charts-Dings mit reinzählt. Hat halt jeder kleine 5-Zuhörer-Typ eine Box gemacht. Verkaufte Bundles werden viel, viel mehr gewertet und sind viel mehr wert als Streams an sich. Wie kann ein Song mit aktuell nicht mal 300.000 Streams an einem Song wie Friesenjung mit über 5 Millionen Spotify-Streams vorbeiziehen? Haltet euch fest, mit Bundles. In Deutschland werden die Charts nämlich am Wert der verkauften Einheiten berechnet. Das bedeutet, ein Stream ist viel weniger wert als eine Single-T-Shirt-Kombo für 20 Euro. Wenn 24Tim also einen Single-Bundle für 20 Euro verkauft, dann ist das gleichbedeutend mit tausenden Streams. Es ist einfach traurig und es macht mich so sauer, dass Leute mit solchen Tricks in Deutschland auf Platz 1 charten können. Das wird von vielen kritisiert, weil dadurch ja die Charts manipuliert werden. Aber halt auch nichts komplett Neues. Es war schon Ewigkeiten so. Was ist das denn für ein Abzug? Und das nur, weil die so Bundles verkaufen? Dicker, diese Charts sind so komplett für den Arsch. Es geht gar nicht mehr um Musik. Und Künstler. Ja, aber Tubo, der kennt sich doch um dem Thema aus. Der ist doch. Der hat doch mitbekommen, dass die ganze Thematik vor 20 Jahren, vielleicht übertrieben, vor 10 Jahren auch schon so war, dass jeder und seine Mutter so eine Musikbox mit so einer, wo irgendwie so ein 10-Cent-T-Shirt drin war, mit irgendwelchen 10-Cent-Stickers, die es dann für 60 Euro oder so verkauft worden ist. Die Methode ist nichts Neues. Und dass so ein Tubo sich dann darüber aufregt, weiß nicht. Ja, berechtigt an sich, aber
gerade er als Produzent muss doch wissen, dass das schon längst gängige Praxis ist. Große Reichweite haben oder keine Bundles verkauft haben, im Vergleich wesentlich schwerer haben, in der Platzierung hochzugehen. Und daraus resultiert ja, dass man theoretisch nicht mal ein Talent braucht, um hoch zu charten, sondern nur eine starke Community. Jetzt ist es aber so, dass, wenn die Community sich dazu entscheidet, deine Bundles zu kaufen, sie das ja freiwillig machen und man es ja theoretisch nicht kritisieren kann, wenn die Leute dich unterstützen möchten. Aber was, wenn deine Zuschauer künstlich unter Druck gesetzt werden? Was, wenn man die ganze Zeit sagt, okay, Leute, von den Bundles gibt gar nicht mehr so viele, seid schnell, kauft die euch, die sind ausverkauft. So wie beispielsweise 24 Tim. Das Bundle ist dann vorbestellbar, das bedeutet, aktiviert diesen Countdown, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Er hat einen Song mit Dieter Bohlen rausgebracht, den auch schon Capital Bra gesungen hat. Also ich weiß nicht, wie oft man diesen Song noch recyceln will, aber okay, wir brauchen... Das ist jeder und seine Mutter mal gemacht hat. Auf jeden Fall hat er dann auch ein Bundle rausgebracht, hat dann in seiner Story gesagt, Leute, kauft euch dieses Bundle, weil teilweise werden die Bundles für so krasse Preise verkauft. Und ich will wirklich nicht, dass ihr nachher irgendwie auf eBay Kleinanzeigen da euch das Bundle für überdimensionale Preise holt oder sonst was, weil so viele Leute machen mit den Bundles wirklich verrückte Sachen. Das heißt, seid um 12 Uhr einfach da. Vielleicht mit etwas Glück ist um 1 Uhr oder 2 Uhr auch noch was da, aber wie gesagt, 23,49 € ist halt was anderes als der Preis. Also das hier ist ein altes Bundle von mir. Das ist nicht normal. 1, 2, 3, 4. Aber selbst wenn das nicht bei euch... Ja, das ist eine Platzhalterzahl. Und 1, 2, 3, 4 sind Platzhalterzahl und VB, Verhandlungsbasis. Ja. Der hätte auch eine Milliarde da reinschreiben können. 1, 2, 3, 4 ist halt offensichtlich eine Platzhalterzahl. Wo man quasi aufs Angebot vom anderen wartet, aber ja. Soll er mal in seiner Illusion weiterleben. Keine Sorge, 24 Tim hält euch immer auf dem Laufenden, wie viele Bundles es wirklich noch gibt. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause, hab gerade gesehen, es sind jetzt 85% der Bundles ausverkauft. Das ist echt sehr krass und ich werde jetzt einfach die nächsten 2 Stunden, ich gucke auf die Uhr, die nächsten 2 Stunden werde ich gucken, wer von euch sich ein Bundle bestellt. Schickt mir gerne eure Bestellbestätigung. Ich hoffe, dass ich viele Nachrichten von euch sehe und mich einfach angemessen bedanken kann. Ich habe es zu der Zeit überprüft und jedes Mal, wenn er gesagt hat, okay, es gibt jetzt nur noch 50, 60, 70, wie viel Prozent auch immer, bin ich immer zu dem Link gegangen und habe überprüft, wie viele es noch gibt. Und interessanterweise war zu dem Zeitpunkt keine einzige Größe ausverkauft. Nicht mal ansatzweise. Die Instagram-Seite Let's Talk About Influencer hat ebenfalls den Versuch gestartet, die seltenen Bundles zu bekommen und hat dabei bis zu 300 Stück in den Warenkorb gelegt. Und das lange nachdem 24Tim angekündigt hat, dass teilweise 89% davon ausverkauft waren. Natürlich ist es möglich, dass mit den Prozenten die jeweilige Größe gemeint ist. Also beispielsweise 89% von S sind ausverkauft. Bis heute, ihr könnt das ja gerne mal überprüfen, ich habe euch den Link reingepackt, ist nichts davon ausverkauft. Und es ist nicht das erste Mal, dass 24Tim seinen Zuschauern sagt, seid schnell, es ist so schnell ausverkauft. Das hat er nämlich schon beim letzten Bundle gemacht. Den Kommentaren nach zu urteilen, können die Leute nicht glauben, dass es ernst gemeint ist. Und dennoch ist es Platz 2 in den Charts. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Was? Kenn ich irgendwas aus den Charts? Soho, Barney, Herbert, Grönemeyer, Ericsson. Zeit, dass sich was dreht. Der Origin, ich glaube, ich habe da mal irgendeinen Remake von Zeit, dass sich was dreht, letztens gehört, von den damals Cringe. Ich weiß nicht, ob es der war, seit 8 Wochen vor 8 Wochen war das nicht, das war schon länger her. Aber Zeit, dass sich was dreht zur WM 2006, war ein Banger-Song. Von den anderen, keine Ahnung, wer ist Artemas? Wer ist Benson Boone? Wer ist Cyril? Beyoncé kenne ich, aber ja. Keine Ahnung. In den Charts. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Was ist also der Sinn von Laura Müller, 24Tim, iCrimex und Co.? Warum releasen sie Songs, bei denen man wahrscheinlich von Anfang an sagen kann, dass diese gehatet werden? Ihr könnt Geld. Denken und Geld. Meine Vermutung: Geld. Aufmerksamkeit. Und Geld. Vermutlich auch Geld. Denn ich glaube, überwiegend. Geld und Aufmerksamkeit ist so ein Nebeneffekt. Ich denke, zu 95% Geld und vielleicht 5% Aufmerksamkeit.
natürlich hatte beispielsweise Laura Müller einen monetären Hintergrund, denn mit Sicherheit werden da einige Menschen auf ihren OF-Account gegangen sein. Ja, aber tatsächlich hat so ein iCrimex und sowas auch einen monetären Hintergedanken, der sich über die reinen Geldeinnahmen da hinaus sieht, nämlich sein YouTube-Ding, wo er bestimmt irgendwie so Kanalmitgliedschaften hat oder ich weiß nicht, ob er streamt, da bestimmt halt auch irgendwas, also ja. Durch diese Art von Videos sind sie im Gespräch. Sie sind neues Thema, sie können ihre Werbung platzieren und diese Werbung erreicht Millionen von Menschen. Wahrscheinlich wesentlich mehr Leute, als sie es auf dem normalen Wege getan hätte. Und ich meine, klar, man muss es sich nicht anhören, man kann einfach weiterklicken und man kann es ignorieren. Aber wenn YouTube voll davon ist, jeder eine Reaction dazu macht, zum Teil eine Parodie macht, dann kommst du manchmal nicht drum rum zu hören, worum es da geht. Teilweise wird es auch so krass angeteasert, dass du dir denkst, naja, okay, gut, dann höre ich mal eben rein. Und genau das ist ja das Ziel. Die Medien haben Laura Müller kostenlose Werbung gegeben, weil sie alle dachten, dass sie einen Erwachsenenfilm machen würde auf OF. 24 Tim pusht seinen Song, indem er behauptet, dass alle Bande so schnell weggehen, nur leider waren sie alle da. Babys Song war schlecht, aber man konnte ihn dennoch kaufen. Und das haben einige anscheinend getan, selbst wenn es nur ihrer Tochter zuliebe ist. All das, diese Millionen von Klicks, die Reaktionen, generieren Aufmerksamkeit. Und zwar viel mehr, als sie auf natürlichem Wege erreichen würden. So brauchst du heute kein Justin Bieber mehr zu sein, um musikalisch durchzustarten. Weil wenn man als Influencer natürlich in die Musikbranche abdriftet, ich glaube, es ist noch ein bisschen härter, wie wenn man es als Comedian macht oder als TV-Personality. Ist echt so, ein Influencer darf nichts anderes machen, außer Influencer sein. Also sonst fühlen sich andere Branchen direkt angegriffen. Weil natürlich, wenn man eine Reichweite hat als Influencer, wirst du sie wahrscheinlich auch eher im Musikbusiness dann haben, weil du die Leute mit rüberziehen kannst und das passt vielen nicht. Aber ich verbiete ja einem Apache auch nicht einen Instagram-Account. Die Musikindustrie leidet. Talentierte Künstler, die wirklich kämpfen, hat Apache einen Instagram-Account? Oder werden verdrängt von TikTokern, die unbedingt ihr Talent beweisen wollen und dabei auf verschiedene Methoden setzen. Ob es ihnen nun hierbei um Aufmerksamkeit geht, Preise oder 1,7 Follower. Die Frage steht für mich im Raum, welche Rolle spielt hier wirklich die Musik? Du brauchst nur einen Post absetzen, damit die ganze Medienlandschaft über dich berichtet. Und ich finde es absolut nicht verwerflich, dass es dazu Reaktionen gibt, dass es dazu Meinungen gibt, denn ich meine, wir sind hier auf YouTube. Natürlich darf auch jeder ein Reaktionsvideo machen und natürlich darf auch jeder seine Meinung dazu geben. Aber habt gerne im Hinterkopf, dass manches davon viel mehr kalkuliert ist, als ihr vielleicht glaubt. Wahrscheinlich weiß Laura Müller selbst, dass ihr Song kacke ist. Bei 24 Tim bin ich mir nicht sicher, bin ich ehrlich. Ich glaube, der ist irgendwie jetzt gefangen in dieser Rolle. Der denkt sich so, doch, ich kann singen. Am Ende ist Musik natürlich Geschmackssache, ne? Ich will ja gar nichts dazu sagen. Ich, nachdem ich das ganze Video über Musik geredet habe, du musst kein Talent haben, damit ganz YouTube über dich redet, sondern du musst nur schlecht genug sein. Und schon kriegst du die nötige Aufmerksamkeit und jeder redet über dich. Auch ich. Mist. Nee, Spaß. Also ich finde das ja cool, sich darüber zu unterhalten. Deswegen interessiert es mich natürlich wie immer, was eure Meinung dazu ist. Und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst mir... Okay, ja... Sehr interessantes Video. Like natürlich da und so.